Die Pariser bringt kaum etwas aus der Ruhe, aber mit dieser überraschenden Wende der Parlamentswahlen und der Niederlage der Rechtsradikalen um ihren Spitzenkandidaten Bardella hatte kaum jemand gerechnet. Ich bin total froh, dass der Rassemblement National nicht gewählt wurde. Das ist eine echte Erleichterung. Ich freue mich sehr. Man hätte vermuten können, dass Bardella Premierminister wird. Jetzt ist da ein großes Fragezeichen. Mal schauen, was passiert. Die Limousine des Premierministers erreicht am Mittag den Élysée-Palast. Gabriel Attal bietet dem Präsidenten seinen Rücktritt an, doch Macron lehnt ab. Der Premier und die alte Regierung bleiben vorläufig im Amt. Aber die Wahlsieger machen Druck. Linksaußenanführer Mélenchon will Regierungschef werden, doch der ist im Linksbündnis nicht mehrheitsfähig. Intern laufen jetzt die Sondierungen. Bis Ende der Woche will das linksgrüne Bündnis einen Namen für das Amt des Premierministers präsentieren. Ich sage, nein, das wird nicht leicht, nicht einfach und nicht angenehm. Und was macht Macron jetzt? Er muss den Vorschlag der Linken nicht akzeptieren. Er könnte auch versuchen, mit anderen politischen Lagern eine Koalition zu schmieden. Nur das kann dauern. Ich erwarte, dass Macron die Regierung bis September im Amt lässt, um die laufenden Geschäfte zu erledigen. So schnell wird es in Frankreich keine neue Regierung geben. Macron reist jetzt erst einmal zum NATO-Gipfel nach Washington und in 18 Tagen beginnen hier die Olympischen Sommerspiele. Bis in den Herbst hinein dürfte also das Tauziehen um eine neue Regierung in Paris weitergehen.